Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 1, der Geburt des Backtrackings, zumindest für den kleinen Barry. Und ihr werdet euch fragen, warum. Ich verbinde dieses Level mit einem und das ist Backtracking. Denn hier muss man Gegenstände sammeln, so Zahnräder meine ich wären es gewesen, so zwei oder drei. Und wenn man die eingesammelt hat, muss man zurück zu dem Level hier und die irgendwo hier, glaube ich, einsetzen. Wo können wir später mal nachgucken, würde ich einfach mal vorschlagen. Wobei, es wäre vielleicht schlauer, das vorher zu gucken. Da wüsste ich, wie viele Zahnräder ich brauche. Herr van Straff, das ist eine ausgezeichnete Idee. Sie sind so schlau. Ja, danke, danke. Dafür bin ich bekannt, für meine Klugheit und meinen nicht vorhandenen Skill und so. Ja, deswegen gehe ich jetzt erstmal den Weg, den man eigentlich nicht geht, wenn man dieses Level hier spielt. Und probiere mal irgendwie zu diesen Zahnrädern zu kommen. Ich weiß, beziehungsweise zu diesem Mechanismus. Ich weiß allerdings nicht mehr so ganz genau, wo das ist. Seht's mir nach, ich habe das Spiel irgendwie 20 Jahre nicht mehr gespielt. Ich denke mal, das ist dann durchaus legitim. Von daher gucken wir mal erstmal nach, wo das ist. Also normalerweise würde man jetzt nicht hier lang gehen, wo ich bin. Ist das da vorne schon? Da ist zumindest ein Hebel oder sowas. Egal, wir gucken mal, was hier ist. Erstmal diesen Raum finden, damit ich weiß, überhaupt was ich suchen muss, beziehungsweise wie viele. Ja, und das habe ich als kleines Kind niemals so wirklich gerafft. Wo bin ich hier denn überhaupt? Und deswegen habe ich für dieses Level 400 Jahre gebraucht und da ist dieser Mechanismus. Okay. Aber wie finde ich jetzt raus, wie viele ich brauche? Okay, vielleicht an diesen Dingern hier. Eins, zwei, drei Zahnräder brauche ich. Okay, ja, das als Kind, wie gesagt, niemals zurückgelaufen in einem Level und verzweifelt und keine Ahnung. Wenn ich hier übrigens in dieses Wasser falle, müsste ich, glaube ich, direkt dahin kommen, wo das Level eigentlich beginnt. Und das war, glaube ich, sogar dumm, weil hier müsste irgendwie etwas Süßes, Tierhaftes sein, was mich anknabbern möchte. Das sind kleine Wölfe. Ach, die schießt auf uns. Legen wir uns erstmal hin. Da hinten ist noch einer, wie man schon gesehen hat. Nee, das war für mich so das erste Mal, dass ich mit Backtracking in Kontakt gekommen bin. Was hier heutzutage gang und gäbe ist. Lara Croft hat es erfunden. Nein, gab es wahrscheinlich vorher auch schon. Ja, das ist meine persönliche Anekdote zu diesem Level. Neben einer anderen Anekdote, die wahrscheinlich jeder andere Mensch, der dieses Spiel früher gespielt hat, auch kennt. Die fallen aber ja auch schnell um. Die Wölfe sind auch nicht mehr das, was sie früher mal waren. Früher haben die mehr ausgehalten. Da sind die auch noch jeden Tag 30 Kilometer durch Schnee gelaufen, um in dieses Level zu kommen. Aber die heutigen Wölfe sind total verweichlicht. Was haben wir denn hier? Ja, aber wo diese drei Zahnräder sind, das weiß ich natürlich nicht. Ich gehe auch davon aus, dass dieses bisherige Tempo, dass ich pro Part im Prinzip ein Level schaffe, dass das jetzt quasi irgendwann aufhört. Okay, da hinten muss ich hin. Deswegen gehen wir nochmal den anderen Weg. Ich will mal gucken, wo man da hinkommt. Denn wenn wir da weitergehen, kommt einer der ikonischsten Videospielmomente der 90er Jahre. Zumindest, wenn man dieses Spiel hier gespielt hat. Ich dachte, ich falle jetzt runter. Aber wir gehen erstmal noch diesen Weg hier lang. Vielleicht ist da auch noch irgendwas. Ich weiß es halt leider wirklich nicht mehr. Kleine Wölfies. Dann würde ich fast behaupten, dass hier irgendwie ein Secret oder sowas ist. Vermute ich mal. Ich kann mich... Aber gut, ich kann mich an das Spiel eh fast gar nicht erinnern. Die ersten zwei, drei Level kenne ich logischerweise noch so ein bisschen. Aber ist das ja wahrscheinlich auch selber, wenn man irgendwie mal so ein Spiel... Okay, hier ist wirklich nichts, oder? Wenn man mal so ein Spiel von früher angespielt hat, man spielt das ja in den seltensten Fällen durch. Ne? Man nimmt das mal, setzt sich die Nostalgiebrille auf, spielt das mal so eine Stunde und dann kommt man halt meistens ins zweite, dritte Level. Also, ja... Und dann gibt es so Verrückte, die spielen das dann ganz durch. Und es gibt sogar noch Beklopptere, die reden mit sich selbst und spielen das komplett durch. Die streamen das nicht mal. Die nehmen das noch so als klassisches Let's Play, hat man das früher genannt. Und so ein Verrückter bin ich, ne? Ja, klassisches Let's Play. Jetzt fragt sich der eine oder andere, ja, warum streamst du das nicht? Darüber wollte ich eigentlich gar nicht so reden. Ja, hat einfach den Grund, weniger Zeit als früher und so kann ich das Ganze in Ruhe im Voraus aufnehmen. Bevor wir allerdings diesen ikonischen Moment haben, von dem ich eben gesprochen habe, der könnte leider auch sehr tödlich sein. Deswegen speichern wir mal.
Ja, ich glaube, ich kann schon verraten, weil wir sehen gleich einen T-Rex. Und das war früher unfassbar cool. Und man war auch unfassbar überrascht und hatte auch Angst, weil man 8 Jahre alt war und das erste Mal außerhalb von Jurassic Park. Wobei ich gar nicht weiß, ob Jurassic Park vor diesem Spiel hier rauskam. Wir sehen da vorne übrigens hier einen Gang. Da müssen wir vielleicht gleich sogar reinlaufen, weil man kann diesen T-Rex ganz leicht austricksen. Oder man läuft einfach da rein, das geht auch. Der einfachste Weg, diesen T-Rex zu besiegen, ist es nämlich einfach, ihn zu verarschen. Ach, ich will ihn euch aber mal zeigen, oder? Soll ich mich mal umbringen? Wo ist er denn? Da. Hallo T-Rex. Kommt der hier rein? Ich glaube, der kommt hier nicht rein. Aber damals war man natürlich nicht so schlau und hat das gemacht. Damals hat man hier rumgehüpft auf der Karte. Oh, der kommt hier sogar noch rein. Zum Glück hat der T-Rex ein nicht so großes Gehirn, sowohl in echt als auch in diesem Spiel, sodass wir ihn relativ feige und eklig besiegen können. Ja, das war früher in den 90er Jahren so der Moment, ne? Damit hat man halt überhaupt nicht gerechnet, dass hier auf einmal so ein T-Rex ist. Ja, aber Dinosaurier waren noch in den 90er Jahren, das ist irgendwie modern und so typisch 90er. Ja, hier sind überall tolle Skelette. Und jetzt, liebe Kinder, machen wir uns auf der Suche nach diesen Zahnrädern. Kann ich hier hin? Nee. Okay. Habe ich euch sogar eben angelogen, da kann man gar nicht hin. Was hier übrigens so schwarz ist, fragt ihr euch wahrscheinlich, sind wir hier in der Höhle oder so? Nee, das soll der Himmel sein. Früher war die Grafik gerüchtweise noch nicht mit Raytracing und 4K. Deswegen fehlt hier der Himmel und es ist schwarz. Zumindest denke ich, dass das so sein soll. Und mir ist nichts anderes bekannt. Ja, dann probieren wir doch mal einfach möglichst viele Zahn. Oh, was da? Ach, noch ein kleiner Dino. Ich habe die als deutlich gefährlicher in Erinnerung. Allerdings, keine Ahnung, spiele ich auch ein bisschen erfahrener als früher, keine Ahnung. Was hat mir das jetzt gebracht, frage ich mich. Das fragt ihr euch bestimmt auch und ich kann es euch leider nicht sagen. Also ich weiß, glaube ich, noch, dass irgendwas bei dieser Brücke da ist und da werden wir sicherlich irgendwie hinkommen. Dieser Wasserfall ist auch sehr verdächtig und das rechts daneben auch. Deswegen gucken wir uns das alles mal hier in aller Ausführlichkeit an und ganz entspannt und ruhig. Schließlich seht ihr hier ein klassisches Let's Play, was kein Speedrun oder sowas ist. Leute, die sowas sehen wollen, haben wahrscheinlich eh schon längst abgeschaltet. Oder erst gar nicht drauf geklickt. Ich kann hier gar nicht hoch. Okay. Das ist ein Bug. Also ich kann mich hier irgendwie nicht hochziehen. Warum auch immer. Sieht eigentlich so aus, als könnte ich mich da hochziehen, aber na gut. Dann lassen wir das mal. Achso, bevor ich hier ins Wasser gehe. Andererseits bin ich jetzt schon im Wasser. Was haben wir hier? Hör irgendwas. Das hört sich an wie ein Dinosaurier. Vielleicht ist es ein Dinosaurier, der mich ins Wasser schubst. Sind aber auch fies, diese Dinos, ne? Ich könnte mich auch einfach da hochziehen. Genau, da kommt er wahrscheinlich in dem Moment. Aber das Schöne an Tomb Raider 1 ist, dass die Gegner in den ersten Leveln noch gar nicht so viel aushalten. Okay, da geht's auf jeden Fall hoch. Ich fühle mich gerade echt so überfordert, weil ich absolut keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Wo sind wir denn hier? Schauen wir doch mal. Ach, könnte sogar diese andere Anhöhe sein, von der ich eben gesprochen habe. Neben dem Wasserfall, oder? Ich beginne mal gerade raus. Oder bin ich jetzt woanders? Da ist ein toter T-Rex. Nee, okay, da komme ich genau da raus. Ja, super. Aber so wird das Projekt wahrscheinlich ab jetzt immer so laufen, dass ich irgendwann keine Ahnung mehr habe, wo ich hin muss. Aber zum Glück war die Kapazität der Level damals so ein bisschen begrenzt, weil die Technik noch nicht so ausgereift war. Von daher sollten wir das irgendwie schon alles finden. Ich frage mich auch, jetzt mal hier so lore-technisch, wie diese Dinos überhaupt überlebt haben sollen. Weil wir sind hier in einer verschlossenen Höhle, die niemand betreten hat. Aber naja, ich glaube, wir sollten hier die
Realität mal ein bisschen außen vor lassen. Und stattdessen gucken, was dort oben ist. Vielleicht habe ich ja mal Glück. Ah, ich habe Glück. Perfekt. Und dieser wunderschöne in 3D modellierte Gegenstand ist unser erstes Zahnrad. Zumindest sieht es aus wie ein Zahnrad. Machine Cock. Also nicht der Cock, aber ihr wisst schon. Ja. Haben wir dann das erste Zahnrad. Das ist ja unfassbar. Unfassbarlich. Unfassbarkeit. Unfassbarliche Unfassbarkeit. Genau. Gut. Ein Zahnrad haben wir. Wir haben eben gezählt, wir brauchen drei. Wer jetzt in der Schule aufgepasst hat, kann diese mathematische Operation womöglich lösen. Dass wir noch zwei Zahnräder benötigen. Okay, ich weiß jetzt nicht mehr, wie groß dieses Level noch ist, was da noch kommt. Das sieht auch sehr. Ach, ich liebe diese 90er Jahre ersten 3D-Versuchgrafiken. Oh, fuck, da sind zwei Dinorinos. Aber bis die bei mir sind. Sind die hoffentlich tot? Sind die hoffentlich tot? Sind die hoffentlich tot? Sind die hoffentlich tot? Ja? Ja, perfekt. Ja, ihr seht, also schwierigkeitsgrad technisch sind die Gegner bisher noch absolut okay. Aber das ändert sich im Laufe des Spiels natürlich auch noch. Wir finden auch noch bessere Waffen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir vielleicht in diesem oder in dem nächsten Level schon eine Schrotflinte finden. Und ich habe so unfassbare Angst, die zu verpassen, weil ich nicht weiß, wie das in dem Spiel ist mit Waffen, die man verpasst. Weil den Endgegner ohne die Uzi, ja. Aber egal, soweit sind wir ja noch nicht. Falls ihr euch wundert, was ich tue, ich gucke mich um, ob hier irgendwo Medikits, Medipacks sind. Dieses Wasser ist doch sehr verdächtig. Hier ist bestimmt ein Hebel oder sowas. Das wäre so typisch Tomb Raider. Oder ein Zahnrad. Also wer auch immer diese Zahnräder damals versteckt hat, Hut ab, wie der an diesen Dinos vorbeigekommen ist. Frag es allerdings auch, warum hat er diese Zahnräder überhaupt versteckt, aber. Na gut, lassen wir das. Okay, zwei Zahnräder haben wir. Das läuft bisher sehr gut. Machst du gut, Barry? Wenn mich soll selbst oder sonst schon keiner lobt, muss ich mich auch mal selber loben dürfen. So, das sieht sehr verdächtig aus. Ich will erstmal noch gucken, was hier sonst noch so ist, bevor wir. Da rutsche ich runter, da ist nichts. Also. Ich fand es halt mega komisch. Was war das? Ein Grafikglitch? Dass ich da diesen Wasserfall nicht hoch kann. Ach, ich könnte mir vorstellen, dass wir. Okay, dann wäre das Level verdammt kurz. Über diesen Gang da womöglich zu der. Ja, kaputten Brücke da kommen. Und da ist auf jeden Fall eins, das weiß ich noch. Also ein paar Sachen kann ich mich ja erinnern. Also ich weiß nicht, wer Bundespräsident war, die ersten und die Kanzler und sowas, aber ich weiß, wo in Tomb Raider 1 eins der drei Zahnräder im dritten Level ist und das war irgendwo bei der Brücke. Aber ich frage mich jetzt auch zu Recht, was es mir bringen würde, alle Kanzler auswendig zu kennen. Was würde mir hier nicht helfen? Okay, die Musik ist, glaube ich, nur dafür da, um das Ganze mal so ein bisschen epischer zu machen. Der Sprung ist aber. Ich speichere mal, weil ich mir nicht sicher bin, ob man den Sprung schaffen kann. Entweder man schafft es ganz knapp oder man schafft es ganz knapp nicht. Okay, man schafft es ganz knapp. So, und jetzt tritt bei mir der Schweiß aus, weil ich natürlich Angst habe. Okay, hier ist ein Zahnrad. Das hier doch kein Zahnrad ist. Und ich euch die ganze Zeit angelogen habe. Okay, what the fuck? Das ging verdammt schnell. Das ging. Schnell, okay, dann müssen wir zurück zu diesem Zahnrad. Oh fuck, das war dumm. Egal, wir haben genug HP. Gucke ich mich noch um? Nee. Ich gehe einfach mal weiter, weil ich davon ausgehe, dass wenn hier in dem Level die Schrotflinte ist, dass die relativ offensichtlich platziert ist, hoffentlich. Ach, komme ich denn hier überhaupt zurück? Ist das vielleicht mein Problem? Okay, vielleicht schaffen wir das Level doch in 30 Minuten. Ich meine, wäre ja gut.
Also Gegner habe ich ja auch eigentlich alle getötet. Aber wie komme ich da wieder hoch? Haha. Ich glaube, das könnte jetzt mein Problem werden. Neben der Tatsache, dass ich fast kein Leben mehr habe, aber das ignorieren wir einfach mal. Boah, ich dachte gerade, er ist wieder ein lebendiger Wolf. Okay, wie komme ich da hoch? Könnte das ein Problem werden? Nö. Okay. Ah, da ist noch ein Gang. Ich könnte jetzt natürlich laden, weil ich ein paar Hitpoints verloren habe. Andererseits kann ich das, glaube ich, relativ ignorieren. Wie war das? Genau, so macht man Seitenschritte. Ja, die gute alte Panzersteuerung. Wir alle wissen sie zu schätzen. Da ist doch kein Gang. Ach, sieht ja alles so. Ach, dieser Look, der erinnert mich so an die Kindheit. Dieses einfach dieses kantige, eckige, panzrige. Es ist schön. Aber ich habe jetzt drei, ne? Nicht, dass ich nur zwei habe oder so. Ne, drei. Und wir haben eben gezählt, ich brauche drei. Nicht, dass wir jetzt hier doch auf einmal vier brauchen. Das wäre natürlich der Super-GAU. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ich bin eben hier lang gelaufen, glaube ich, ne? Okay. Was ist das für eine Tür? Ach, das ist bestimmt die Tür, die sich dann öffnet. Wenn ich diesen. Also ich weiß es nicht, aber ich vermute es, dass das die Tür ist, die sich öffnet, wenn ich diesen unfassbar tollen Komplex aufbaue. Beziehungsweise diese drei Zahnräder da reinpacke. Da war ja noch ein Hebel und dann könnte ich mir vorstellen, dass sich diese Tür da öffnet. Dann kommt Chuck Norris und macht Roundhouse Kick und das Spiel ist vorbei. So oder so ähnlich wird das wahrscheinlich laufen. Ja, sonst irgendwelche Kindheitserinnerungen zu diesem Level. Also wie gesagt, das Backtracking und der T-Rex, der T-Rex haben alles so ein bisschen im Schatten gestellt damals. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich hier eine Stunde rumlaufe und diese drei Zahnräder suche, dass mir das jetzt irgendwie innerhalb von, keine Ahnung, knapp 15 Minuten gelingt. Finde ich schon erschreckend. War das Spiel doch nicht so schwierig, wie ich es früher gedacht habe? Oder früher als schwer angenommen habe. Stimmt es wirklich, dass Tomb Raider 3 das Schwierigste ist? Da hatten wir nämlich mal einen React zu. Hardest Games of the 90s, also die schwersten Spiele der 90er Jahre. Für alle, die kein Angelsächsisch können. Und da wurde Tomb Raider 3 genannt und ich protestierte in dem React und sagte, ja, Tomb Raider 1 ist doch viel schwieriger als Tomb Raider 3. War auch meine Kindheitserinnerung, aber gut, da war ich halt jünger. Ich denke nach. In diesem Projekt hier würde ich das auf jeden Fall nochmal beantworten können, ob das wirklich so ist. Ja, ich bin paranoid. Tomb Raider, Hebel drücken, speichern. Ist jetzt was passiert? Okay. Also ist. Ah, da hat sich irgendwas geändert. Oder? Es ist die Frage, vielleicht hätte ich mir vorher mal angucken sollen, wie das vorher aussah. Dann wüsste ich, was sich verändert hat. Oder ist die Strömung jetzt anders oder so? Also ich kann jetzt darüber springen und ich behaupte einfach mal, dass das vorher nicht ging. Da ist die Schrotflinte! Ach, schau doch mal, wie süß, wie herzallerliebst. Komm zu mir, komm zu Papi. Die werden wir auch noch sehen, also keine Sorge. Ist die Frage, was ist hier im Wasser? Ich glaube, in diesem Level hier sollte es auch noch keine Wassergegner geben. Also die gibt es, kann ich schon mal verraten, für die Leute, die das Spiel nicht kennen. Okay, das hier sieht irgendwie wie ein Secret oder so aus. Ja, aber jetzt sind wir ja schon hier, dann können wir das auch mitnehmen. Ja, Secret, okay. Aber ich hatte ja gesagt, ich sammle die Secrets nicht, aber wenn ich mal eins mitnehme, dann ist das einfach so. Ich meine, Items kann man nie genug haben. Auch wenn wir bisher, glaube ich, fast gar keine verbraucht haben. Aber das schadet auf jeden Fall nicht so. Und wo sind wir dann hier? Okay.
Will ich wissen, wo wir hier sind? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Außer ich komme jetzt nicht wieder zurück. Ja, wie gesagt, Sigwards, wenn ich die sehe, also zufällig nehme ich die mit, aber wenn man jetzt nicht gerade mit Tastatur spielt und einen Windows 95 PC hat, wo das Spiel nicht 100% flüssig läuft, falls. Nee, das ist ja noch ein DOS-Spiel gewesen, ne? Können wir darüber mal reden? Die gute alte DOS-Zeit? Eigentlich war sie gar nicht so gut, aber. PC-DOS-Spiele. Stimmt, ich weiß noch, ich hatte mal eine Version von Tomb Raider 1, die habe ich auch immer noch. Also die CD habe ich mir gekauft. Gebraucht. Und da hieß es dann, ja, du musst jetzt hier DOSBox installieren. Und ich dachte so, ach ja, stimmt, das ist ja ein DOS-Spiel. Aber gut. Ja, DOSBox. Bei der Steam-Version läuft die wohl irgendwie mit im Hintergrund, aber man muss jetzt nicht aktiv werden, so wirklich. Ich glaube fast, dass ich hier auch rauskomme, wenn ich den Weg des Secrets weitergehe, oder? Ach nee, jetzt bin ich wieder hier. Ach, wartet mal, dann ist doch bestimmt jetzt diese Tür aufgegangen, oder? Nein? Okay. Ich gebe zu, das überrascht mich. Ich gebe zu, das überrascht mich sogar sehr. Ist da jetzt kein Wasser mehr? Tatsächlich. Okay. Wo muss ich denn dann hin? Auch interessant, dass man das Wasser ausgemacht hat, aber der Wasserfall trotzdem noch weiterläuft. Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Aber egal, wir wollten ja den Sinn nicht hinterfragen. Puh. Aber ich kann jetzt in das Wasser, ne? Und ich habe ein Secret schon gefunden. Und eine Schrotflinte würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir da mal lang gehen, hier vorne. Eventuell. Ah nee, hier ist ja das Secret. Da habe ich die Schrotflinte geholt. Moment. Da ist die Schrotflinte, die habe ich mir geholt. Da weiter schwimmen ist das Secret. Wenn man dann versucht, die Logik eines IT-Entwicklers aus den 90er Jahren zu verstehen, muss ich ja dann vermutlich irgendwo hier hingehen. Da ist aber nichts. Ich kann aber vielleicht weiter schwimmen, Fragezeichen. Ne, hier kann ich nicht weiter. Okay. Ich will jetzt nicht sofort das Internet befragen, aber ich fürchte fast, das wird so ein bisschen drauf hinauslaufen. Was ich mir auch durchaus vorstellen könnte, ist, dass das Ganze vielleicht auf Zeit ist. So heißt, ich muss diesen Hebel drücken und dann muss ich mich beeilen. Oder war da unter Wasser noch ein anderer Weg? Ich guck gerade noch mal. Aber eigentlich hatte ich ja nur. Diesen Weg. Und hier kam sofort das Secret-Geräusch. Und Secret-Geräusch heißt, du bist hier falsch. Aber wir belohnen dich trotzdem mit einem Item, weil du dich hier so wunderschön umgeguckt hast. Okay. Wann hatte ich das letzte Mal gespeichert? Stand ich da zufällig vorm Hebel? Ah, ich glaube, da hatte ich das Secret noch nicht eingesammelt, ne? Den dann will ich kein Spiel laden. Ja, dann würde ich sagen, hier kommt mal ein kleiner Schnitt. So, guten Tag, da bin ich auch schon wieder. Ja, ich sag, wie es ist. Ich bin froh, dass ich nachgeguckt habe. Da wäre ich, glaube ich, niemals drauf gekommen. Muss ich ja mal leider so direkt sagen. Von daher, ja, machen wir das, was zu tun ist. Und zwar müssen wir wohl. Ach, ich bin dumm.
Sind wir wohl einfach nur wieder zum Level anfangen quasi schwimmen und da hat sich eine Tür geöffnet. Ich habe nicht mal gesehen, dass überhaupt eine Tür ist, aber jetzt ist sie auf. Das ist doch schön. Ist die Frage, verliere ich HP, wenn ich darüber springe? Also Hitpoints? Ich glaube nämlich ja, oder? Nee. Ja, habe ich nicht gesehen. Ich weiß, so eine Unprofessionalität, so etwas seid ihr von mir gewohnt, von daher ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Müssen wir diese Tür nur finden? Die war wohl irgendwo hier. Tür, wo bist du? Nämlich da. Da ist sie, die Tür. Wir haben sie nicht gesehen. Jetzt haben wir sie gefunden. Ja. Und jetzt sollte das Level vorbei sein. Und dann haben wir das geschafft. Schneller als vermutet. Klar. Dass ich das mit der Tür nicht mehr wusste, das ist schon krass. Also manchmal bin ich wirklich ein bisschen erstaunt, an was man sich bei so einem Spiel erinnert und dann auch irgendwie nicht. Aber gut, ich würde sagen, wir starten das nächste Level nochmal, machen hier einen Save Point und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Bis denn, macht's gut und tschüss.